In der Studie zeigen wir, dass elektromagnetische Strahlung, die von elektrischen Geräten ausgeht, die Fähigkeit von Rotkehlchen, die Zugvögel sind, zerstören, sodass sie nicht mehr deren magnetischen Kompass nutzen können. Die elektromagnetische Strahlung, die die magnetische Kompass von diesen Rotkehlchen zerstören, sind eben Radiowellen und nicht zum Beispiel Hochspannungsleitungen oder Mobilfunk, weil Mobilfunk hat viel höhere Frequenzen und Hochspannungsleitungen viel niedrigere Frequenzen. Die Frequenzen, von denen wir sprechen, sind so von 50 Kilohertz bis 5 Megahertz ungefähr, und das ist so ein Radiobereich. Um zu diesen Ergebnissen zu kommen, haben wir 7 Jahre gearbeitet und wir haben alle Versuche doppelblind gemacht. Das bedeutet, dass die Studenten wussten nicht, welche Bedingungen die Vögel gerade erfahren hatten. So, der Grund dafür ist, dass es gibt wahnsinnig viele schlechte Veröffentlichungen, die behaupten, dass es Effekte von Mobiltelefone und Hochspannungsmasten und was weiß ich gibt. Und wenn man das dann ordentlich macht, das bedeutet doppelblind und mit einer großen Stichprobe, dann gibt es gar keinen Effekt. Und wir wollten nicht die nächste Studie in dieser Reihe veröffentlichen. Und deswegen haben wir uns wirklich sehr, sehr sorgfältig darum bemüht, dass alles geblindet wird. Und wir haben fast alle Ergebnisse mehr als einmal wiederholt mit verschiedenen Studenten. Dass es auch wirklich etwas ist, wo ich sicher bin, dass wenn jemand anders versucht, das zu wiederholen, dass es auch wahr ist. Also die Experimente sind alle hier auf dem Campus gemacht, außer ein einziges Experiment, wo wir einen Ort gefunden haben, wo der elektromagnetische Strahlung genauso niedrig ist, wie es in diesen Häusern hier ist, wenn man die mit Aluminium schirmen und erden. Weil das ist so, wenn man Aluminiumswände in so ein Holzhaus einbauen und diese Aluminiumplatten erden, dann schirmen die diesen elektromagnetischen Strahlungen. Und man kann der Orientierung der Vögel an- und ausschalten, indem man der Erdung entweder anmacht oder rausnimmt. Was diese Ergebnisse für Menschen bedeuten, wissen wir nicht, weil wir haben nicht Menschen untersucht, sondern Zugvögel. Es ist aber so, dass der World Health Organization liegt Grenzwerte fest. Und diese Störungen, die wir hier benutzt haben, die sind 1000-mal schwächer als die jetzigen Grenzwerte. Und in der Vergangenheit war es so, dass oft Tierversuchsergebnisse benutzt wird, um diese Grenzwerte festzulegen. So, ich würde denken, dass mindestens diese Komiteen diese Studie definitiv lesen würde. Und die würden sich auch Gedanken machen, was das für Menschen bedeuten könnte. Und ich bin sehr sicher, dass es andere Versuche in der Zukunft geben wird, wo man das hier an die Menschen bringen möchte und gucken, ob das auch bei den Menschen einen Effekt haben. Aber wir haben nur Vögel untersucht. Wir sind darauf gekommen überhaupt aus Not, weil die Vögel hier 3 Jahre lang überhaupt nicht orientiert hat. Und das war sehr merkwürdig, bis wir eines Tages, ein Postdoc von mir, Nils Lasse Schneider, hat die Idee gehabt, lass uns mal das mit Aluminium schirmen. Und dann haben wir das gemacht und bups, jetzt orientieren die Vögel. Und dann war es mir aber klar, dass das ist interessant, weil das kann nur bedeuten, mehr oder weniger, dass eben elektromagnetische Strahlungen in der Umwelt das Problem war. Und es gab zu der Zeitpunkt kein einziger Doppelblindversuch, die einen Effekt auf biologisches Material gezeigt haben. Also, und dabei kam aus reinem Zufall. Das Komische ist eigentlich, wenn ich so zurückblicke auf die letzten 15 Jahre, wo ich in der Forschung bin, wir haben schon einige Sachen gemacht, die so sehr geplant waren, und jetzt gucken wir uns das an und das an und das an, und das geht auch. Aber die interessanteste Entdeckung, die ich persönlich gemacht habe, sind fast alle durch Zufall gekommen, weil oft die wirklich interessante neue Entdeckung, die kommt, wenn man irgendwas sieht, was nicht stimmt. Und dann auch die richtige Idee bekommt, das hier ist wichtig, das muss ich nachgehen. Und das ist ja eigentlich ganz komisch, weil der Forschungslandschaft, Forschungsförderung ist ja so eingerichtet, dass man am liebsten sagen muss, was man in den nächsten 3 Jahren jeden Tag machen soll. Aber in Wirklichkeit kommen die wichtigen Entdeckungen, wenn man irgendwas sieht, was man sich gar nicht vorgestellt hat. Und das ist oft so.